Hallo ihr Lieben, ich bin's die Lou und heute habe ich eine Sherry-Bombe für euch. Ja, ich dachte mir mal, wieder fixe Abwechslung, mal wieder vor meinem Whisky-Regal. Diesmal habe ich den Vital Sparks für euch. Vital Spark ohne S. Kannte ich bis vor kurzem überhaupt noch nicht. Da habe ich, hab den gefunden auf der Whisky- und Genussmesse in Dresden 2019. Und zwar ist das ein unabhängig abgefüllter Whisky. Steht theoretisch nicht drauf. Von Meadow Side Blending ist er abgefüllt. Steht nicht drauf, was für ein Single Malt Scotch Whisky hier drin ist. Ich kann euch verraten, es ist ein gepeateter Loch Lomond. 12 Jahre ist er alt, wurde im Oloroso Sherry Fass gefinished und ist Batch Nummer 2. 50,2% Alkoholgehalt, 500 Milliliter sind in der Flasche. Ich muss sagen, also das Etikett ist total geil, finde ich richtig, richtig schön. Und an sich auch die Flasche ist mal ein bisschen was anderes. Ich finde, dadurch, dass der so mega dunkel ist, sieht das fast so ein bisschen aus wie ein Likör in der Likörflasche. Es ist aber ein Single Malt. Ich habe mir den schon eingefüllt und es gibt, lese ich hier gerade, 1280 Flaschen, gibt es also nicht so viele von. Und Loch Lomond ist ja normalerweise eine nicht rauchige Brennerei und deswegen bin ich ganz gespannt auf den hier. Also ich habe ihn natürlich schon probiert. Und ihn für lecker befunden und deswegen stelle ich ihn euch hier heute vor. Und das Erste, was ich so in der Nase habe, ich weiß noch, auf der Messe war mein allererster Gedanke, ist das ein Lafroy? Also der hat so einen ganz medizinischen Rauch irgendwie. Naja, nicht Rauch, eher so Torf, also ja, eher so einen medizinischen Torf, irgendwas so leicht Phenoliges ist dabei. Ja, also gerade jetzt, wenn ich an Lafroy denke, riecht er auch wirklich fast wie Lafroy. Das ist total krass. Oh, er beißt auch ein bisschen in der Nase. Ihr wisst ja, wie ich mit höheren Trinkstärken manchmal so ein bisschen bin. Und er ist aber auch... Da ist auch eine unheimliche Süße drin, aber nicht fruchtig, doch ein bisschen, ein wenig fruchtig, so wie bei einem Wein eher. Ich glaube, das kommt durch den Sherry wieder. Ich habe nur ganz schwache Holznoten. Und er erinnert mich total an... Ich habe auf der Messe auch einen Likör probiert, einen Whisky-Likör, der total nach gesalzenem Karamell geschmeckt hat, so nach diesem Toffee. Und da stehe ich total drauf. Und der riecht genauso. Der hat so diese Salz-Karamell-Note irgendwo drin. Slanji. Ist, man merkt, dass er stärker ist als 40%. Aber es ist gut eingebunden. Also, am Anfang hatte ich gesalzenes Karamell. Also, erstmal nur das Salz, sowas schon fast Maritimes. Dann kam so über die leichte Holznote dann schön der Sherry raus, die Süße. Ich hatte Noten von Karamell, die aber schon eher wirklich in dunkle Schokolade, in Kaffee umschlugen. Dann hinten raus jetzt, deswegen habe ich gerade so ein bisschen verwundert geguckt, hatte ich wie, auf einmal wie Asche auf der Zunge. Also der meldet sich wirklich nur ganz dezent, ist so der Rauch, so eine Begleitnote. Aber jetzt, so hinten raus, fühle ich mich tatsächlich, als ob ich geraucht hätte. So eine Zigarre oder so. Der geht richtig
in die Lunge rein, der Rauch. Das ist total krass. Der verteilt sich überall hin. Das ist wirklich irre. Und in der Nase ist der Rauch, finde ich, jetzt weniger deutlich. Jetzt tritt mehr dieses salzig-maritime in den Vordergrund. Und die Fruchtnote ist ein bisschen deutlicher geworden. Beim zweiten Schluck jetzt kam noch viel mehr so diese Schokoladennote in der Mitte raus. So richtig Süßkram. Absolut für Naschkatzen geeignet. Ich würde den auch ungern verdünnen, weil ich glaube, Wasser, das ist so ein schwieriges Thema. Also rein chemisch glaube ich persönlich nicht unbedingt, dass es Aromen öffnet. Es reduziert die Alkoholstärke. Es dämpft ein bisschen den Ethanol und lässt damit deutlicher die Aromen erkennen, die sowieso vorhanden sind. Aber ich finde, der ist vom Alkohol her so kompakt eingebunden. Man merkt zwar, dass er ein bisschen Bums hat, aber trotzdem ist er nicht unangenehm deswegen. Also ich finde den wirklich, wirklich sehr gelungen, muss ich sagen. Und es gibt auch eine Geschichte noch dazu natürlich. Vital Spark war ein Handelsschiff, das in den 1930er Jahren auf dem River Clyde Whisky und Kohle transportiert hat. Und ich finde auch hier wieder, das Etikett ist dafür einfach perfekt designt. Hier unten sieht man die Vital Spark sogar mit drauf, man sieht die Whiskyfässer, man sieht den Hafen und es ist alles so ein bisschen in diesem Industriestil gehalten. Damit passt natürlich auch die schlanke Flasche total dazu. Ja, finde ich total lecker. Auf jeden Fall, also der bekommt von mir, ich weiß gar nicht, wie der preislich liegt, aber ich glaube, der war bei 49,50 Euro so in etwa. Könnt ihr zum Beispiel bei Scotland and Malts bestellen. Der Holger hat den auf jeden Fall da, glaube ich, noch, möglicherweise. Finde ich, wie gesagt, super klasse für 50 Euro auch Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Man kriegt dafür eine Fassstärke, man kriegt dafür Geschmack ohne Ende, man kriegt dafür auch mal was Außergewöhnliches. Ne? Wann hat man schon mal einen gepieteten Loch Lomond im Glas? Deswegen bekommt der Whisky von mir 8 Punkte. Mit Tendenz nach oben, auf jeden Fall. 8 Punkte, weil es nur so wenig Flaschen gibt. Warum? Ja. Finde ich top. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwann mal die Chance, den zu probieren. Ich finde ihn super, super lecker. Und wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich. Und bis dahin, Slangiva! Und damit ihr auch ja kein Video mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanji!